Lecker gegen FM. Französisch. Springer C6. Was machen wir auf den nochmal? Ich glaube den. Ich weiß nicht mehr. Vier bis sechs gewann die Vorhersage, ja. Vier bis sechs ist eine ganz gute Wette bei mir. Das ist so der Standardwert. Das Problem ist, man kann natürlich auch gegen gute Leute spielen und irgendwie fünf, sechs Punkte erreichen oder gegen schlechte. Heute habe ich fast nur schlechte Leute gehabt, nominell. Ich habe auch irgendwie 50 Punkte eingestellt. Jetzt denkt sie ewig nach hier. Spiel mal F3, was soll das? Können wir den Läufer super nach D3 stellen? Na, Springer D4. Ah, Springer B6 Zwischenzug. Vorsicht. Springer G4 könnte ein Problem sein. Nehmen, Dame F6, Dame F3. Also sie rechnet wahrscheinlich jetzt in den ganzen Opfermöglichkeiten, die ja wahrscheinlich nicht gehen. Ich sollte Springer C5 spielen hier, damit das Opfer nicht möglich ist. Springer D4, Springer B6. Und dann Springer G4, FG4, Dame F6. Okay. H5, H4 finde ich jetzt nicht so bedrohlich. Wegen Springer F5, nimm, nimm. Erstmal den. Okay, wie ich da hingehe, sehe ich jetzt auch nicht das Problem, oder? B-Linie öffnen. Läufer G5 ist sehr, sehr unangenehm, wenn ich den bekomme. Nee, dann kommt Springer G4 Schach. Ich honk. Mein König steht auf jeden Fall nicht gut da. Ich muss Turm E1 spielen. Turm E1. Na, sie nimmt raus. Okay. Geht zurück. Ich gehe zurück. Wieso nicht Läufer C2? Egal. Mit der Dame D3 aber hätte ich nichts gebracht. So, Läufer G5, ist das eine Drohung? Ja, so ein bisschen schon. Springer G6, Dame D2. Läufer G6 bringt jetzt nichts wegen dem hier. Ich muss unbedingt Turm E1 hinbekommen, ne? So, das ignorieren wir mal. Ist natürlich relativ lästig, der Bauer hier. Vielleicht kann ich ihn irgendwann abholen. Das war ein Pupser, sorry. Sie nimmt, ich nehme. Turm E8 kommt hier gleich. So, jetzt kann ich aber Läufer G4 spielen, ne? Läufer G5 meine ich. Und auf Turm E8, Dame D2. Und jetzt Turm E1 im nächsten. Vielleicht zuerst Turm B1. Weiß ich nicht, Turm B1, weiß ich nicht. Springer H7 eine Idee, Läufer E3. Der Läufer ist sehr, sehr stark. Also sie spielt sehr langsam, ne? Okay, den muss ich nehmen. Vielleicht A4, A5. Na komm, machen wir den. Greift den an. Idee ist Läufer F5 hier. Den A3 abholen.
Okay, relativ souverän, die letzte Partie wenigstens noch gewonnen. 6 aus 11. Diese Variante spiele ich, glaube ich, immer so, genau, nehmen, nehmen, A3. Oder nehme ich zuerst, ja, ich nehme zuerst A3, ne, genau. Na, das ist gefährlich, was ich hier mache. Springer E5 ging hier. Ja. Springer G3 ist normal, F3 auch. Und jetzt Turm E8 macht, kommt auch König F2, Läufer D7. Ach nee, ich muss zuerst auf B6 nehmen. Das so, so. Und dann Läufer D3, Turm E8 und König F2. Dann gibt es keinen Springer E5. Ja. Okay. Dann habe ich das Läuferpaar. Na gut. Ja, die Engine sagt, das ist gut für Schwarz. Jetzt ungefähr ausgeglichen, aber sie hat ewig nachgedacht, ne? Jetzt stehe ich natürlich etwas besser mit dem Läuferpaar. Und der Bauer H3 war klar, dass sie irgendwann fällt. Und sie hat nicht wirklich Gegenspiel und dann muss ich das nur irgendwie absafen. Aber natürlich immer problematisch mit den ganzen Springern. Aber letztendlich nichts anbrennen lassen. Hier G5 gewinnt eine Figur, ne? Ne, Dame E6 gibt es ja noch. Ja, nach dem Damentausch wäre es auch relativ einfach gewesen. Ja, zumindest eine Partie noch gewonnen. 6 aus 11, trotzdem kein gutes Turnier.